Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es das OnePlus 3 Unboxing, aber das wäre ja an sich ein bisschen langweilig, deswegen habe ich hier einen kleinen Plot-Twist. Nein, ich will hier nicht das neue Lochis-Album promoten, sondern das OnePlus 3 auspacken, aber mit verbundenen Augen, um einfach ein bisschen mehr diese Erfahrung des Auspackens in einem blinden Zustand mit euch zu teilen. Also los geht's! Ohne Zweifel sehe ich jetzt sehr geil aus und überhaupt gar nicht dämlich. So, fangen wir an. Ich versuche erstmal die Folie wegzumachen. Ich habe mir absichtlich keine Schere gegeben, weil ich mich sonst vielleicht vor laufender Kamera erstochen hätte. Wobei mich jetzt bestimmt manche sowieso erstechen wollen, wegen diesem T-Shirt. Okay, ich habe die Folie ab. Das ist echt ein ganz witziges Gefühl eigentlich. Also, falls ihr sowas zu Hause auch mal machen wollt bei einem neuen Produkt. Bis jetzt kann ich es euch empfehlen, aber noch ist ja auch nichts kaputt. Okay, ich bin gespannt. Ach, geht schwer auf. Okay, und hier muss es auch schon sein, ich sehe es ja nicht. Hier ist ein kleiner Tab. Okay, es fühlt sich mega leicht und mega dünn an. Es fühlt sich tatsächlich an wie früher so ein Note 3 oder so, wenn es kein Akku drin hatte. Es fühlt sich echt richtig leicht an, aber hier hinten irgendwie schon nach Aluminium, obwohl da sogar noch eine Schutzfolie drauf ist, aber man spürt einfach dieses Kühle. Ich lege es aber mal zur Seite. Ich habe tatsächlich schon ein Unboxing so halb gesehen von Franz von SwagTap, der auch schon extrem begeistert von diesem Handy mir auf WhatsApp geschrieben hat. Und ich kenne ja auch schon in der Vergangenheit alle OnePlus-Geräte. Hier ist so eine kleine Lasche. Ich nehme mal an, hier sind die Handbücher drin. Ja. Okay, ich... keine Ahnung. Das fühlt sich nach Handbüchern an. Ja, scheint nicht spannend zu sein. Hier geht es weiter mit Papier. Ja, oh. Ja, das ist nochmal... Papier. Riecht eigenartig, okay. Das hier dürfte der Dash Power Charger sein. Ja, der soll ja das Gerät in 30 Minuten auf 60% aufladen. Und hier haben wir noch das Kabel. Und jetzt nehme ich die Augenbinde mal ab, weil ich will ja das Gerät sehen. Und ich lag tatsächlich richtig mit allem. War ein OnePlus 3, hätte ja auch irgendwas anderes drin sein können. Ich hätte es nicht gemerkt. Also es war wirklich der Dash Charger. Wir haben hier natürlich ein USB-C-Kabel, allerdings wieder mit normalem USB auf der anderen Seite, weil es wieder kein richtiges USB-C ist, wie bei einem MacBook oder so. Dann hier eine Karte, Friend, wo sie sich bedanken, dass man das Handy gekauft hat, User Guide. Was aber noch ganz cool ist, wie ich hier gerade sehe, OnePlus-Sticker. Finde ich richtig geil, kommt vielleicht auf mein Auto. Ja, finde ich richtig cool. Ist einfach ein cleveres Marketing. Und ich habe auch einen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass OnePlus so ein bisschen das neue Apple sei. Kann ich nur zustimmen. Wenn man überlegt, was die für einen Hype generieren um ihr neues Produkt, sind die wirklich wie Apple früher so ein bisschen war. Und Apple hat diesen Hype ja nicht mehr ganz so stark. Vielleicht ist es beim iPhone 7 wieder da. So, hier haben wir das SIM Eject Tool. Aber wir ziehen erstmal die Folie vom Gerät ab. Auf der Rückseite steht, in the center of the bag, there is the NFC. Das ist natürlich nicht schlecht, dass es jetzt NFC hat. Hatte es letztes Jahr ja nicht. Und wir haben ja außerdem noch so ein blödes Ding. Aber das Geile ist, wenn sowas hier drauf klebt, bedeutet das immer, dass man sonst auf dem Gerät nirgendwo irgendwie was stehen hat. Und ich frage mich, warum nicht Apple und Samsung und so weiter das nicht auch mal machen. Weil jetzt steht hier nicht dieser Mülleimer und dieses CE und so. Zum Gerät. Die Kamera steht dieses Jahr heraus. Das ist hoffentlich, weil sie herausragend ist. Ich bin mir da aber nicht ganz so sicher. Ich bin aber tatsächlich ziemlich positiver Dinge. Ich sehe gerade, der Laserautofokus fehlt ja dieses Jahr. Das wusste ich gar nicht. Und es ist auch nur ein normaler Blitz. Bin mal gespannt, wie die ist. Ich habe bisher nichts Negatives eigentlich gehört, aber auch nichts übertrieben Krasses. Ich muss sagen, das Design gefällt mir richtig gut. Es sieht richtig clean aus. Richtig mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Wie letztes Jahr auch schon. Wirklich ein richtig schönes Gerät. Von unten natürlich wieder mal wie ein iPhone, aber... Sind wir mal ganz ehrlich, heutzutage sieht jedes Smartphone aus wie ein Smartphone und wie will man es auch anders designen? Soll der Lautsprecher oder der Port oben sein? Nee. So wollen es die Leute eigentlich immer gerne haben mit Lautsprecher unten, USB unten, in dem Fall USB-C unten, Klinkenanschluss. Und ich fasse mal hoch. Aber im Endeffekt war es das auch schon von meinem kleinen Unboxing und wir kommen zu meinen ersten Eindrücken. Ich versuche mich jetzt so kurz wie immer zu halten und euch trotzdem alles mitzuteilen. Ich habe das Gerät jetzt einen Tag genutzt und zuallererst muss ich mal loswerden, wie absolut gut es mir gefällt. Also richtig geil, die Verarbeitung, die Software, das Design, alles absolut genial und viel besser, als man das bei dem Preis irgendwie erwarten darf. Besonders gut ist das Multitasking irgendwie und die Performance, trotz der Kritik, dass es eben nicht so gut sei. Aber ich gucke mir das natürlich dann mal im Review an, ob diese 6 GB RAM überhaupt irgendwas bringen oder eben nicht. Die Kamera scheint auch gut zu sein, auch wenn der Autofokus jetzt kein Laser-Autofokus mehr ist.
ist er immer noch schön schnell und zum Akku kann ich noch nicht so viel sagen, außer dass er nicht komplett scheiße ist, aber eben auch nicht, dass es der beste ist, den ich jemals hatte. Wirklich gut gefallen hat mir noch der Fingerabdruckscanner, aber alles andere erkläre ich dann im Review. Also stellt eure Fragen mal unten in den Kommentaren, dann schafft ihr es vielleicht wieder ins Review und gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.